Begeisterung, Bürokratieabbau, Beteiligungsmöglichkeiten. Ich bin Laura Zöckler, ich bin Vorständin in der Heidelberger Energiegenossenschaft und mache dort Energiewende in Bürgerhand. Also angefangen habe ich mit der Energiewende und mich dort ehrenamtlich zu engagieren, ganz simpel wegen Klimaschutz. Meine älteren Geschwister haben mir relativ früh schon beigebracht, dass erneuerbare Energien eine Lösung sind oder die Lösung. Wir sind als Energiegenossenschaft besonders stolz darauf, dass wir es geschafft haben, über 6 Millionen Euro von unseren Mitgliedern zu investieren. Das bedeutet, unsere Mitglieder geben uns eben Geld, sie bekommen das verzinst und mit dem Geld können wir eben Solaranlagen bauen oder andere Energiewendeprojekte. Und mit dem verkauften Strom beispielsweise, den die Anlagen produzieren, können wir dann eben die Darlehen an die Mitglieder zurückzahlen. Wir sind hier bei einem unserer Mieterstromprojekte. Das bedeutet, wir haben auf dem Dach dieses Mehrfamilienhauses Solaranlagen gebaut. Und hier gibt es dann eine Leitung, die in den Keller führt. Und dort gibt es einen Zähler, der zählt eben, wie viel Strom wird hier auf dem Dach produziert. Und dieser Strom wird dann wiederum in anderen Zählern, in kleineren Zählern, an die einzelnen Wohnungen innerhalb des Hauses verteilt, je nachdem, wie viel die verbrauchen. Und dann ist es natürlich so, dass auch wenn hier nicht genug Strom produziert wird, dann nehmen wir Strom aus dem Netz. Das heißt, wir versorgen natürlich das ganze Gebäude immer mit Strom. Und das Schöne ist eben auf der einen Seite, dass wir Ökostrom erzeugen, also es ist gut für den Klimaschutz. Dann ist es so, dass der Strom für die Menschen im Haus deutlich günstiger ist, als wenn er allein aus dem Netz kommen würde. Und sie wissen halt auch wirklich, wo ihr Strom herkommt. Und es führt natürlich zur Identifikation und auch dazu, dass sich Menschen mit dem Thema Energiewende noch viel besser und greifbarer beschäftigen können. Wir sind jetzt hier auf einem Balkon, wo dieses Solarmodul, ein sogenanntes Balkonmodul, Strom erzeugt. Durch diese kleinen Kabel geht der Strom hier in den Wechselrichter. Der wandelt den Strom so um, dass er direkt innerhalb der Wohnung genutzt werden kann. Und durch das dicke Kabel geht der Strom dann hier in die Steckdose und betreibt jetzt beispielsweise den Kühlschrank in der Wohnung. Und man muss dann entsprechend weniger Strom aus dem Netz hinzukaufen und spart Kosten als Mieterin und Mieter, auch wenn man kein eigenes Dach zum Beispiel für eine Solaranlage hat. Das Besondere an unserer Genossenschaft ist, dass wir von Anfang an eher die Potenziale gesehen haben als die Probleme. Weil es ist schon so, dass die Rahmenbedingungen sich oft geändert haben und sehr schwierig war, sich da dann vor allem im Ehrenamt damit auseinanderzusetzen und trotzdem wirtschaftliche Projekte zu finden. Und wir werden teilweise so ein bisschen als junge Wilde bezeichnet, weil Energiegenossenschaften meistens von älteren Menschen gegründet wurden. Und wir sind aber aus einer studentischen Initiative hervorgegangen. Und für uns war relativ klar, dass wir uns nicht aufhalten lassen wollen von schwierigen Rahmenbedingungen, sondern dass wir trotzdem Lösungen finden wollen.